So Leute, es ist soweit. Ich bin voller Freude und Tatendrang. Der Rosayoshi will jetzt sein erstes Next-Gen-Let's Play machen. Und zwar, ihr habt abgestimmt. Und mit einer großen Mehrheit an Stimmen, und zwar insgesamt 6 Stimmen, für Borderlands, wird jetzt Borderlands gespielt. Und ja, ich freue mich schon total auf das Spiel. Was habe ich dazu noch zu sagen? Es ist komplett blind. Ich habe mir nur mal das Spiel, also natürlich installiert und dann nur gestartet, um zu sehen, ob es funktioniert. Und dann natürlich die Einstellung, die Videoeinstellung und so vorgenommen. Und ja, ein Kumpel von mir hat, und zwar Herrn Asterix, hat schon gespielt, und zwar auch bei mir, aber mit Kopfhörer, damit ich nichts höre. Und auch ich lag in der Zeit auf dem Bett und habe Hausaufgaben gemacht, damit ich nicht sehe, dass es komplett blind ist. Ja, das seht ihr hier, das ist seine Level 6 und er spielt Hunter. Okay, ich muss noch kurz, ja, ich fange gleich an, aber ich rede noch kurz. Okay, wir können jetzt komplett durchgehend aufnehmen, weil ich denke mal, Fraps ist eigentlich, ja, ist das beste Aufnahmeprogramm für Games vor allem. Und ich denke mal, da werde ich nicht mit dem Ton in Schwierigkeiten kommen. Vor allem, weil ich auch noch gerade nebenbei den Ton sicherheitshalber mit Audacity noch aufnehme. Ja, doppelte Sicherheit. Und ja, ach so, ja, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe die englische Version, weil ich mag einfach Englisch mehr und so. Ich wollte ja eigentlich die deutsche Version. Habe ich jetzt doch die englische Version? Und an der deutschen Version komme ich jetzt nicht mehr so schnell ran. Und ja, es sind jetzt bei mir Winterferien. 1,5 Wochen. Ich muss übernächsten Mittwoch wieder zur Schule. Und von daher, ich wollte nicht so lange warten. Deswegen habe ich jetzt die englische Version. Und ich habe den Untertitel angeschaltet. Und ich versuche euch den Inhalt, also nicht direkt alles wörtlich, weil die Cutscenes, die kann ich nicht pausieren. Und deswegen versuche ich euch das inhaltlich danach wiederzugeben, was da drin vorkam. Oder eben für die, die Englisch können, die können dann eben mitlesen und zuhören und ja, die werden es dann schon alleine gut drauf haben, hoffe ich mal. Okay, Leute, dann werde ich jetzt mal, dann werden wir jetzt mal starten. New Character. Loading. Sometimes parking your vehicle, jumping out and then using it as cover as the best strategy. So, you want to hear a story, huh? What about treasure hunters? Have I got a story for you? Pandora. This is our home, but make no mistake, this is not a planet of peace and love. They say it's a wasteland, that it's dangerous, that only a fool would search for something of value here. Then perhaps I am a fool, but do not be fooled by what Pandora appears to be. There was a legend, many people tell it, the legend of the vault. My father would always go on about the vault, even with his dying breath. Advanced alien technology, infinite wealth, fame, power, women. So you can understand why some little kiddos who hear the stories grow up to become vault hunters. Well, I have a story you may not believe, but I tell you it is true. The legend of the vault is real. And it is here on Pandora. And a, yeah, let's call her a guardian angel, appeared to guide the vault hunters to their prize. The tale begins right here on Pandora with the brave vault hunters, the guardian angel, and most importantly, me. Es geht noch weiter. Also, ich übersetze danach dann. Opportunity. No rest for the wicked until we close.
depot. Time to gather up your stuff. Who's getting off the bus? You with the sniper rifle and the crazy mask. You look like a Traxxacan wrestler, moonlighting as a dominatrix, man. And you. Okay, er labert jetzt nur noch, er disst jetzt, sag ich mal, nur noch schnell meine die einzelnen Leute. Und wir können uns jetzt dann auswählen. Entweder, wen haben wir alles zur Verfügung? Also, beziehungsweise ich sage jetzt erstmal schnell die Story, was der bis jetzt gesagt hat in Kurzform, beziehungsweise was die alle gesagt haben. Also, wir sind auf einem Planeten und hier soll es einen Schatz geben, und zwar Pandora. Beziehungsweise wir sind auf dem Planeten Pandora und hier soll es einen Schatz geben. Ja, ihr habt bestimmt schon alle was von der Büchse von Pandora und so alles gehört. Und ja, daran soll es auch angelehnt sein. Und ja, was gibt's da noch zu sagen? Er hat gesagt, es gibt hier einen Schutzengel, den, der die Leute begleiten wird, die Pandora, die den Schatz der Pandora, oder die Büchse der Pandora, wie ihr es auch immer haben wollt, finden wird. Und der Schutzengel wird einen begleiten und auch und so. Und, es gibt ein paar kleine Kinder, die versuchen, beziehungsweise die ist, wenn sie später, wenn sie groß sind, wollen den Schatz holen oder so. Und ja, nur, er sagt dann auch noch, nur dumme Leute glauben, dass es den wirklich gibt. Aber wenn nur dumme Leute glauben, dass es den wirklich gibt, dann ist er ein dummer Typ, sagt er selbst. Okay. Was kam noch? Ja, ich würde mal sagen, das war's eigentlich schon so größtenteils. Und als ich es hatte, bis zu dem Zeitpunkt gesehen habe, ich habe das Spiel schon geliebt, weil ich fand das so grandios. Vor allem das, als sie dann mit dem Bus gefahren sind, also als der komische Hund da kam und dann die den übergefahren haben und so, ich fand das so geil. Ich finde den Comic-Look, ich liebe den Comic-Look über alles und ja. Okay, jetzt können wir uns einen von den vier hier aussuchen, den wir nehmen werden. Ich erkläre die mal alle schnell. Den Soldaten. Militärtrainierter Killer. Seine bevorzugte Waffe ist Combat Rifles und Shotguns. Also wahrscheinlich Schnellschussgewehre und Schrotflinten. Und sein Action Skill, seine Aktionsfähigkeit, mal sehen, werden wir auch noch rausfinden, wahrscheinlich was das ist, ist Scorpio Turret. Kann ich mir auch noch nicht groß was vorstellen drunter. Denn als zweites haben wir Hunter, also Jäger, Master of Long Range Combat, das Meister der langen, also der fernen, ich sag jetzt mal Sniper, kurz gesagt, Preferred Weapons, Sniper Rifles and Revolvers. Ja, bevorzugte Waffen, natürlich ein Snipergewehr und Revolver und Aktionsfähigkeit, Bloodwing, Blutflügel. Denn der Berserker ignores pain and hits hard, der ignoriert Schmerz und schlägt hart zu. Seine bevorzugte Waffe, explosive Waffen und seine Fäuste. Seine Aktionsfähigkeiten, Berserk. Und dann Siren, Sirene. Uses Deception and Trickery. Die ist so die trickreiche, sag ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht genau, wie man es jetzt so schnell übersetzen soll. Preferred Weapons, bevorzugte Waffen. Incendiary, Shock und Corrosive Guns. Ja, Schockwaffen, also zum Beispiel Stromschocker oder so wahrscheinlich, denke ich mal. Korrosierende.